Wie oft wurde dir eigentlich schon auf Tourfahrten geblitzt? Und warum singt ihr nicht auf Deutsch? Das alles und noch viel mehr werde ich machen, wenn ich König. Gleich im Ask Godslave Video. Hallo. Marco Schneider fragt, was wiegt eigentlich euer Equipment? Habt ihr ein paar Modifikationen vorgenommen? Blei oder so? Das glaube ich manchmal auch. Das ist so scheiße schwer. Das ist so scheiße schwer. Aber es ist ja immer gut, wenn du, Marco Schneider, dabei bist und uns den Kram schleppst. Das sind good times, good times. Ansonsten müssen wir diesen blöden Mist immer schleppen. Roland Pöhlmann fragt, spielt ihr nächstes Jahr wieder in Kronau bzw. Eppe? Wäre schön. Ja, das wäre sehr schön. Wir sind auch schon in Gesprächen, aber du, deine, ich glaube, Tochter, die damals dabei war und ihre Freundin und alle, die du kennst, sollten mal eine E-Mail an den Monster Metal e.V. schreiben oder vorbeigehen oder ein Paketchen schicken oder Brieftauben anrufen. Auf jeden Fall solltet ihr Monster Metal e.V. ganz deutlich machen, dass es überhaupt keine Alternative gibt, als dass wir nächstes Jahr in Kronau spielen. Vorbeigehen, klingeln. Michael Lorz fragt, wie oft habt ihr schon Sissi zusammen angeschaut? Es steht auf unserem Rider seit 2 Jahren. Wir haben noch nicht ein einziges Mal Schicksalsjahre einer Kaiserin. Und trotzdem haben wir jedes Mal gespielt. Das hört auf. Das hört ab jetzt auf. Wenn wir die Sissi-DVD nicht kriegen, spielen wir nicht. Schluss! Gibt's gar keine Diskussion. Durchgreifen. Durchgreifen, hart. Es gibt keine Gnade mehr. Zero Compromise. Und so ein Scheiß. Deshalb haben wir die DVD noch nie zusammen angeschaut. Wir haben sie noch nie bekommen. Deshalb wollen wir sie doch haben. Wir wollen mal einen schönen Bandabend miteinander verbringen. Mit einmal. Bisschen Weinschorle. Bisschen Weinschorle. Und Prüschekuschen. Und Knöpfe. Dominik Dreischel fragt, habt ihr in naher oder ferner Zukunft mal eine Live-DVD mit passender Live-CD geplant? Nein. Ich sag dir auch warum. Eine DVD herzustellen mit vernünftiger Qualität, also die pressen lassen, ist so unfassbar scheiße teuer, dass die 17, die wir nachher verkaufen würden, guck, sagen wir es in 23, in keinster Weise funktionieren würden. Also ernsthaft, das, es ist nicht zu finanzieren, auf gar keinen Fall. Live-CD? Schon viel eher. Philipp Collins fragt, was sind eigentlich eure Lieblingsbands? Da gibt es ganz schön viele. Ich fange mal mit mir an. Ich höre querbeet von Brock bis Geknüppel. Wo ich weiter? Der Meier hört immer nur jedes erste Album von je einer Band. Aber auch egal. Hauptsache das erste Album. Tobi ist ganz großer Limp Bizkit-Fan. Der Tommy. Ah, Tommy hört alles, was irgendwie schwul ist. Alles mit Schminke. Ja. Egal, Schminke und Schminke ist dabei. Ja. Ich höre ganz tolle Musik. Am liebsten 70er Jahre Kram wie Deep Purple und sowas. Und eigentlich alles, was so gut klingt, ne? Das ist ziemlich klar, oder? Sollte jetzt klar sein. Noch das Fragen? Ist wohl klar, oder? Ist das klar? Jenny Björn Albers fragt, wo seht ihr euch selber in 5 Jahren? Das wollen wir uns gar nicht vorstellen, weil dann sind wir nämlich so alt wie der Meier jetzt. Und das will echt niemand wissen, wie wir dann aussehen oder was wir dann machen. Das will kein Mensch wissen. Glaub mir's. Hast du dir denn mal angeguckt? Marco Schneider fragt, macht ihr mal einen Song mit allen Gitarristen und Bassisten, auch die Aushilfen und die früheren? Nee. Nee, mach mal nett. Also erstens mal alle Gitarristen, Maya und ich. Zweitens mal, wie willst du um Himmels Willen einen Song aufnehmen mit 23 Schlagzeugern? Geht gar nicht. Außerdem, also 3 Bassspuren, 4, 5 Bassspuren. Eine ist ja schon mehr als genug. Das ist ja schon schlimm genug. Nee. Die Leute sind verstreut. Und alles. Das macht gar keinen Sinn. David Wöckel fragt, welche Schuhgröße hat eigentlich Tommy? Die Antwort ist 42. Dominik Dreischel fragt, wie oft wurdet ihr eigentlich schon auf Tourfahrten geblitzt?
Also ich kann definitiv sagen, ich bin mindestens einmal geblitzt worden und das war auf dem Rückweg von unserer letzten Tour von Alt-Ansbach. Aha. Das war halt mitten im Feld quasi, völlig im Feld, in der Nacht niemand da und plötzlich PANG! Und ich habe noch eine halbe Stunde danach nicht mehr richtig gesehen. Also das war echt super nervig. Und ich weiß, dass der Meier irgendwann auf dem Weg zwischen Leipzig und Berlin geblitzt wurde. Ein großartiger Spaß. Das war so lustig. Hat er geweint? Ach, hat der geweint. Hat der geweint? Da war der so stinkig. Und Tobi hat's kaputt gelacht. Zurecht. Ich hoffe, das passiert nochmal. Das war ein toller Moment in der Bandgeschichte. Jenny Björn Albers fragt, habt ihr Interesse an einer Förderung? Also sowas wie die Wacken Foundation. Und was würdet ihr dafür tun bzw. nicht tun? Also ich kann ja sagen, was wir nicht tun würden. Und zwar all das, was wir nicht tun wollen. Wir werden uns unter gar keinen Umständen verbiegen für irgendwas, außer für uns selbst, sodass wir sagen, wir wollen in die Richtung gehen, dann gehen wir in die Richtung. Und das ist das Einzige, was zählt für uns. Es gibt keinerlei Kompromisse. Wir ziehen das durch, was wir selbst machen wollen. Und wenn irgendjemand mit einem Scheck winkt und sagt, ich gebe euch einen Scheck, na, dann müsst ihr aber so und so. Ne? 100% davon. 100%! Aber jetzt mal ernsthaft mit einer Förderung. Ja, grundsätzlich schon eine Förderung. Immer dann, wenn, wie gesagt, sie nicht unser Tun beeinflusst. Das ist halt das Wichtige. Wacken Foundation kennen wir und mit denen haben wir auch schon gesprochen. Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen. Philipp Collins hat gefragt, warum? Die Antwort ist 42. Bianca Bröning fragt, Anzahl der Groupies im Backstage im Laufe der Jahre. Im Backstage sind immer ein Haufen Weiber. Ein Haufen Weiber. Und die gehören da nicht hin! Backstage ist für Musiker, dass ihr euch mal merkt. Ganz alleine für Musiker. Talk to the hand. Frauen haben da keinen Zutritt. Nichts verloren, seid ihr sie nackt. Oder der Meier kommt drin und scheucht sie raus. Das geht, das geht auch ganz gut hin. Hat jeder seine Aufgaben. Ja. Hm? Das ist Meyers Aufgabe. Nee, ernsthaft, also gehört zu diesen Märchen. Es gibt keine Groupies. Lorenz van Goor fragt, wieso zum Geier singt er auf Englisch? Die Frage stelle ich jeder deutschen Band, die irgendwie anders singt. Boah, ich finde, das klingt echt nett. Also im Trash, ich habe noch keine Trash-Metal-Band gehört, die Deutsch singt und ich glaube, das hat seinen Grund. Das ist erstens mal klingt's kacke. Und zweitens mal, wir sind ja nicht nur in Deutschland verhaftet quasi. Also wir existieren ja nicht nur in Deutschland. Und deshalb ist es klar, dass wir auf Englisch singen. Und also ich persönlich finde, die Sprache ist viel schöner als die deutsche. Die deutsche Sprache ist so hart! Und im Englischen kann man so ein bisschen schön. Außerdem versteht nicht jeder, was man singt. Und das hat viele Vorteile. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's für heute. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, ein Gefällt mir zu drücken, zu kommentieren, wegen allem, was euch nicht gefallen hat. Und wegen allem, was euch gefallen hat. Wir möchten gerne in Kontakt mit euch treten. Wenn ihr das nicht macht, dann komme ich zu euch nach Hause! Außerdem gibt es hier noch wunderschöne andere Videos, die ihr euch bitte anschauen sollt. Sonst komme ich zu euch nach Hause!